Bisschen Mittagsschlaf? Zum Abschluss. Noch einmal. Sorry. Ab mit dir. Bupa. Bupa. Guck mal. Ich habe hier für dich alles vorbereitet, mein Schatz. Und schwupp. Guck mal. Guck mal. Ui. Kannst du dich jetzt ein bisschen ausruhen? Bis gleich. Babette, hi. Ich bin's, Jenny. Du, ich hab dir ja gesagt, wenn die Kleine im Bett ist und ein Mittagsschläfchen hält, dann würde ich gerne einmal rüberkommen und die Backform abholen. Ich bräuchte doch... Ja, richtig. Genau, ich muss den Kuchen heute machen. Prima. Die liegt jetzt im Bett. Kann ich eben rumkommen? Bist du zu Hause? Die junge Mutter lässt ihr 10 Monate altes Baby nur wenige Minuten alleine. Ihre Nachbarin wohnt ein paar Häuser weiter. Was ist das denn? Scheiße! Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrportwache. Was ist mit ihr hier? Seid ihr einfach auf der Straße hier? Kommen Sie schnell, bitte. Moin. Schnell. Ich muss meiner Tochter helfen. Irgendwer ist bei mir im Zimmer, bei meiner Tochter im Zimmer. Okay. Ja, wir packen hier vorne, wir kommen sofort. Polizeihauptkommissarin Sandra Fromme und Polizeioberkommissar Alexander Henke müssen damit rechnen, dass sich der oder die Unbekannte noch in der Wohnung aufhält. Die Tür lässt sich nicht aufschließen. Sie vermuten, dass ein Schlüssel innen im Schloss steckt. Sie brechen die Tür auf. Wo ist mein Kind? Guck mal. Wo ist meine Tochter? Hier war Ihre Tochter drin? Ja, Luise. Okay. Egon, für 1222. Ist das Blut, oder was? Das ist Blut. Egon, für 1222, wir brauchen hier in der Steinstraße... Wie lange ist es denn her, dass Sie hier weg sind? Wer macht denn sowas? 3 Minuten. War keiner hier, oder was, als Sie die Wohnung verlassen haben? Nein, wer hat noch einen Schlüssel von der Wohnung? Niemand. Oh, komm, wir müssen die Wohnung durchsuchen. Wo ist das Kind? So, RTW ist unterwegs. Oh, das Kind schreit. Ich habe hier schon mal geguckt. Hä? Nimm mal, hier schreit ein Kind im Badezimmer. Da ist ein Kind? Ja, warten Sie, wir kommen. Hier. Kommen Sie, ist alles gut. Ach, guck mal. Hallo. Wer bist du denn? Mäuschen. Alles gut? Oh, der Schnulli ist weg. Hallo, Mama. So, der RTW ist auf jeden Fall unterwegs. Gott sei Dank konnten wir das Kind ja relativ schnell finden. Es schien äußerlich erstmal unverletzt zu sein. Wir haben aber trotzdem vorsorglichen RTW gerufen. Ja, wer solche Dinge halt eben praktiziert und da irgendwelchen Kuscheltieren Blut verschmiert wieder ins Babybett legt, der ist zu allem bereit. Und wir müssen jetzt zu aktuellem Zeitpunkt davon ausgehen, dass dem Baby auch Mittel verabreicht wurden, die gesundheitsschädlich sind. Hallo, Polizei! Bleiben Sie stehen! Siehst du was? Warte. Geht meine Fahndung raus. Egon für 1222, wir haben eine flüchtige Person, vermutlich weiblich, circa 1,70 groß, dunkle Kleidung, Mütze? Mütze auf. Mit Vermummt. Mütze auf. Guck mal hier. Verstanden, ich gebe eine Fahndung raus. Ist runtergeklettert, ist ja komplett wahnsinnig. Es gibt keine Einbruchsspuren an der Wohnungstür und von innen steckt tatsächlich ein Schlüssel. Deshalb gehen die Streifenpolizisten davon aus, dass der Täter oder die Täterin aus dem näheren Umfeld der jungen Mutter stammt. Frau Wegner, jetzt noch mal ganz kurz. Sammeln Sie sich einfach, Ihrem Kind geht's gut, wir haben es wiedergefunden. Haben Sie mit irgendwelchen Menschen irgendwelche Probleme? Eigentlich nicht so weit. Weil häufig ist es so, dass Menschen sich irgendwie rächen wollen. Wir müssen suchen halt jetzt gerade ein Motiv. Warum sollte sich jemand hier Zutritt verschaffen, irgendwelche Kinderspielzeuge zerschneiden und dann das Kind halt eben in der Wanne platzieren? Was ist denn mit dem Vater? Wohnen Sie hier zusammen? Nein, wir sind getrennt seit ein paar Monaten, seit 6 Monaten. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Und setzt der Sie irgendwie unter Druck? Kann das sein, dass er irgendwas damit zu tun hat oder so? Nein, überhaupt nicht. Ich möchte mir ganz gerne den Kinderwagen nochmal angucken. Ja, ich würde ihn dann auch gerne anrufen und einfach hinzuziehen. Das ist eine hervorragende Idee. Rufen Sie ihn nochmal an, bestellen Sie ihn hierher. Vielleicht können wir uns ja irgendwie was sagen. Ja, klar. Ja, okay. Sandra Fromme fordert die Spurensicherung an. Im Kinderbett befinden sich blutverschmierte Stofftiere. Der Eindringling hat sogar eine Drohnachricht hinterlassen.
Das gehört wahrscheinlich nicht zum Kinderzimmer, ne, oder? Nee. Ist das irgendwie eine Drohung, eine Warnung von irgendjemandem? Also es scheint eine Drohung zu sein, aber ich wüsste nicht von wem. Aber ich glaube, das ist ein Fingerabdruck da vorne. Ja, ich habe die, hab die Spur sie schon bestellt. Ja, alles klar. Super. Okay, wir legen es erstmal hier ab. Okay, und das ist jetzt hier diese. Das ist das abgespeicherte Video. Ach, guck mal von hier. Dem Bewegungsmelder gerade. Guck mal, da ist die Person hier. Das ist auch die Frau oder der das Mann, der weg ist. Also was wir hier wahrgenommen haben, ist so eine Art psychologischer Kriegsführung. Das heißt, hier gibt es irgendein Motiv, was uns noch nicht wirklich klar ist. Und diese Person versucht halt hier, die Mutter einzuschüchtern. Und das macht man natürlich da, wo es am empfindlichsten ist. Und das ist bei den eigenen Kindern. Irgendwelche Neider, Nachbarn, die... Guck mal, jetzt wird der Zettel da deponiert. So. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist meine Arbeitskollegin. Da ich in Elternzeit bin und auf meine Tochter Acht gebe, habe ich natürlich jemanden, der meine Stelle eingenommen hat für die Zeit. Und ich möchte in 2 Monaten wieder anfangen zu arbeiten. Und ich weiß, dass meine Arbeitskollegin natürlich scharf auf meine Stelle ist und die ich gerne wieder zurückgeben. Die muss wieder weg, wenn sie will. Wie sie wieder anfangen, muss sie wieder weg. Das wäre das Einzige, was mir jetzt einfällt, aber ich würde es ihr nicht zutrauen eigentlich. Ja. Sie hat übrigens ihren Mann angerufen oder Lebensgefährten, wer war das? Mein Ex, habe ich. Der Ex, der Philipp, der ist unterwegs hierhin. Ne? Okay, ich denke, wir können jetzt aber auch schon mal runtergehen und mal schauen, was denn ihre Tochter macht. Ne? Vor dem Haus entdecken die Polizeibeamten einen Schuhabdruck, der durch die KTU ausgewertet wird. Mittlerweile ist auch der Vater des Babys mit seiner neuen Freundin eingetroffen. Und dann taucht plötzlich die tatverdächtige Arbeitskollegin auf. Das ist Karin. Hey, Moment mal! Scheiße! Willst du mich eigentlich verarschen? Los mit dir? Sag sie mal hallo! Was ist los mit dir? Warum zerstört das Auto von der Jenny? Die will mich aufs Arbeitsamt schicken! Die will mich kündigen! Die will, dass ich gar keinen Job mehr hab! Sie können jetzt mal die Stimme ein bisschen runter. Kommen Sie mal runter hier. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Carmen Rupsch. Ja. So, und was, das ist die Kollegin, Sie jetzt so eine Welle? Sie haben den Job da eingenommen oder was von ihr, ne? Nein, die Jenny will mich aufs Arbeitsamt schicken. Was? Was für ein Arbeitsamt? Hör doch auf zu schwafeln, Carmen. Wir klären das jetzt mal auf. Und alles, was Sie uns mitteilen, können Sie uns auch in einem vernünftigen Ton mitteilen. Ihr braucht nicht schreien, ja? Ist das okay? Bitte schön. Werd mein Mensch. Noch 2 Monate, dann kannst du deine Zeit auf dem Arbeitsamt verbringen, Versagerin. Das von Ihnen aus? Nee, das kommt nicht von mir. Natürlich ist das von dir. Das ist ein Bild von dir was mit deiner Nummer. Das ist ein Bild von mir, aber das ist nicht mal meine Nummer. Sein. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wessen Nummer ist denn das? Das ist nicht mein... Weiß ich nicht. Ich kenne die Nummer nicht. Ich kenne die Nummer nicht. Ich weiß, dass die einfach nicht alle Tassen im Schrank. Können ja mal anrufen. Ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Schau mal, was du gerade gemacht hast. Ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Hast du gesehen, was sie mir geschrieben hat? Du kommst hier wie so eine Furie, zerstörst ihr Auto und erzählst hier irgendwelche Märchen. Das ist doch krank. Ich hab das nicht gut, das kriegen wir ich raus. Das ist, Entschuldigung, das kriegen wir raus. Ne? Aber es scheint ja wohl missverständlich. Das ist mein Profilbild im Netz. Ja, unsere massiv aufgebrachte Person ist eine Arbeitskollegin unseres Opfers. Und die Arbeitskollegin hat jetzt für die 10 Monate Elternzeit ihren Job übernommen und hat natürlich jetzt Angst, dass sie, weil sie jetzt wieder zurückkommt, den Job wieder verliert. Und die Angst wird dadurch auch ein bisschen verstärkt, weil sie eine Nachricht bekommen hat. Sie konnte uns also eine Handynachricht zeigen, eine MMS, wo ein Foto von unserem Opfer mit Kind drin war, wo drin stand, freu dich aufs Arbeitsamt, so sinngemäß, bald bist du wieder da. Das ist für uns natürlich ein ganz starkes Motiv. Die Frau war sehr jähzornig. Ich habe bei Egon nachgefragt, sie ist auch psychisch schon öfter aufgefallen. Das ist für uns ganz klar ein Fall für K. Die werden Sie jetzt auf der Wache intensiv befragen. Das Wichtigste ist jetzt erstmal die Kleine. Ich begleite die Jenny jetzt zur Wache. Er kommt gleich zu. Okay. Alles gleich von Hause. Sie ist eifersüchtig. Alles klar. Und ich verstehe das. Gut, haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja. Das wäre gut. Dann geben Sie mir den doch mal, dann haben wir wenigstens schon mal die Daten. Die jungen Eltern wollen den Streifenbeamten auf die Wache folgen. Die Mutter des Kindes bittet ihre Nachbarin, auf das Baby aufzupassen, damit es in seinem Bettchen Mittagsschlaf machen kann. Auf der Wache Duisburg-Nord wird nun die Kriminalpolizei ermitteln, wer die junge Mutter so massiv bedroht und was es mit der SMS auf sich hat. Den Fall übernehmen Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminaloberkommissar Bora Axu. Das ist die Frau Rupsch, Personenabfrage habe ich schon gemacht. Ja, alles klar. Die ist auch polizeilich nicht unbekannt. Okay, was haben wir? Jähzorn, psychisch schon mal aufgefallen, Widerstand und so. Hey, erzählen Sie mal, was ist genau passiert? Ja, haben Sie das nicht gehört? Nee, erzählen Sie, ich wollte es mal von Ihnen hören. Ganz einfach, die Jenny hat mir eine SMS geschickt, dass wenn sie in 2 Monaten aus der Elternzeit zurückkommt, dass sie mich dann kündigt und dass ich Versagerin dann auf dem Arbeitsamt hocken dürft. Aber schätzen Sie an Ihre Kollegin so ein, dass sie Ihnen solche Nachrichten schicken würde? Die hat sich damals schon meinen Job unter den Nagel gerissen. Natürlich schätze ich die. Die hat sich Ihren Job unter den Nagel gerissen? Wie geht das? Wir waren beide
darin in der Sprache, wer jetzt genau die Filialleitung übernehmen sollte. Okay. Und dann hat sie so viel geschleimt und mich so ins schlechte Licht gerückt, dass sie den Job bekommen hat. Und seit dem Tag tut sie mich jeden Tag mobben und mich jeden Tag damit aufziehen, dass sie die Filialleitung bekommen hat. Und das rechtfertigt sie dann so zu handeln bzw. eine solche Reaktion zu geben? Was für eine Reaktion? Mein Kollege kann Ihnen gerade gerne erzählen. Naja, sie haben das Auto da betreten und so weiter und so fort und waren auch ziemlich renitent und also ist wie auch. Wie würden Sie denn reagieren, wenn Sie so eine Nachricht bekommen? Ja, keine Ahnung. Ich auf jeden Fall vielleicht nicht so. Weil das, es gibt ja keine Rechtfertigung, weil ich so eine Message bekomme, dass ich deswegen gegen Autos trete. Ich meine, also als ob an dem Auto was dran wäre. Ja, hätte ja auch was sein können, oder? Also ist Ihrer Meinung nach Ihr Handeln gerechtfertigt, wenn ich Sie richtig verstehe? Dann ist es halt auch gerechtfertigt, dass man halt auch mal in die Wohnung reingeht und irgendwelche Babys da in die Wanne steckt. In welche Wohnung? Ja. Ja, in der Wohnung von der Kollegin. Von der Jenny? Ja. Da war ich noch nie drin. Da waren Sie noch nie drin? Da war ich noch nie drin. Haben Sie denn für uns ein Alibi? Wo sind Sie denn gewesen? Bevor Sie da hingekommen sind, was haben Sie da vorgenommen? Ich war zu Hause. Zu Hause, mit wem denn? Ja, allein. Ich wohne alleine, da war keiner. Was haben Sie da gemacht zu Hause? Ich habe Fernsehen geguckt. Was gab es denn Schönes im Fernsehen? Eine Serie, die ich gern gucke. Also grundsätzlich habe ich schon einen Grund und eine Vermutung, Sie zu verdächtig zu halten, was hier auch die ganze Zeit gewesen ist. Denn Ihr Verhalten ist schon ein bisschen over the top, wie man so schön sagt. Als wir dann allerdings auch direkt mit dem konfrontiert haben, was in der Wohnung stattgefunden hat, da hat sich mein Verdacht doch ein bisschen minimiert, oder? Ja, Ihre Reaktion hat natürlich ganz klar gezeigt, dass sie schon sehr verwundert war, was da tatsächlich passiert ist. Das war halt auch wenig gespielt. Da verlassen wir uns natürlich nicht nur auf das, was sie sagt, sondern gibt es gewisse Anzeichen, die man halt beobachtet bei einem Menschen an der Körpersprache, wo wir sowas heraussehen können. Ein Motiv hat sie, wie mein Kollege schon gesagt hat. Allerdings für die Tat in der Wohnung würden wir sie eher ausschließen. So, schaut mal. Das ist das Seil, ne, mit dem sich ja die verdächtige Person abgeseilt hat. Ja. Da unten ist sie abgesprungen. Ja? Ja. Und diese Absprungfußspuren sind folgende. Eins, zwei. Ja. Und jetzt kommt das Spannende. Die Sohle passt genau zu diesem Modell. So werden die verkauft. Ja, okay. Aber das kann man halt auch sagen, dass das jetzt dieses Modell ist. Ganz genau. Und wie ist das jetzt hier mit diesen Schnürsenkeln? Ja gut, die können natürlich ausgewechselt werden, aber so mit den Schnürsenkeln wird dieser Schuh halt eben generell vom Hersteller verkauft. Die Kriminalisten fassen zusammen. Der Täter oder die Täterin muss aus dem Umfeld des Opfers stammen. Er oder sie hat sich offensichtlich einen Schlüssel nachgemacht und wusste möglicherweise auch von dem Streit mit der Arbeitskollegin. Der Schuh wird nun den entscheidenden Hinweis liefern. Nehmen Sie mal Platz. Wir haben ja vorhin Fußabdrücke gesichert unter Ihrem Balkon, ne, wo sich da jemand im Seil abgesichert hat. Das sind die Schuhe, die dazu passen. Ja, ne? Haben Sie schon mal gesehen irgendwo? Sag mir, möchtest du dir? Ja, kommen mir sehr bekannt vor sogar. Die kommen Ihnen bekannt vor? Ja. Wie? Woher denn? Deine Freundin hat solche Schuhe. Quatsch, haben wir doch nicht. Jetzt die aktuelle? Die Freundin? Wissen Sie das nicht, welche Schuhe Ihre Freundin hat? Die sagen mir jetzt. Ich meine, die sind ja nicht so, dass sie jeder anhat. Die sind ja doch relativ markant. Wollten Sie uns was zeigen auf dem Handy? Ich zeig's euch. Wir haben uns doch gerade erst ein paar Tage getroffen und sie hatte diese Schuhe an, deswegen. Das ist krass. Über die pinken Dinger kommt doch keiner. Das sieht aber sehr danach aus. Selbst die silberne oben da, ne? Eine Lasche. Das passt. Schau mal. Das ist die, die vorhin auch am Tatort gewesen ist, die ihr dann. Das ist die neue Lebensgefährtin. Im Leben. Ich hätte mir das im Leben nie zugeachtet. Ihr ruft gleich mal nach Hause. Das gibt's doch gar nicht. Also, wenn, ja, natürlich, gehen wir ruhig dran. Also, wenn sie dann. Die. Klettert ihre Freundin? Ist irgendwas mit der Kleinen? Klettert ihre Freundin? Ist sie sportlich? Nein, sie ist ganz, ganz lieb. Hm? Ist das dein Ernst? Was ist los? Was ist los? Wir kommen sofort. Ja, bis gleich. Was ist denn, Luise? Meine Wohnung brennt und ich... Ihre Wohnung brennt? Ja. Die 10 Monate alte Tochter war noch in der Wohnung, als das Feuer ausbrach und ist von der Babysitterin mittlerweile in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr hat den Brand bereits gelöscht, als die Beamten eintreffen. Am Tatort deutet alles auf Brandstiftung und somit einen weiteren Angriff auf die kleine Familie hin. Hier lag ein Grillanzünder, kommt nicht drauf. Ja. Aber nicht anfassen, nicht anfassen. Na ja. Okay.
Flugzeug auf dem Boden. Okay. Ja. Könnte das hier auch die mit dem Grillanzünder angemacht worden sein? Ich vermute mal, dass der Grillanzünder auf dem Teppich gelegen hat. Ja. Dass der mutwillig eine... Hier war keine in der Wohnung sonst? Nee, hier war keine. Okay. Guck mal, was hier drauf steht. Außer dem Teppich ist hier jetzt gar nichts in Brand gesetzt worden. Außer dem Teppich habe ich bis jetzt nichts gesehen. Was hier drauf steht. Komisch. Gartencenter Uhlig. Was ist denn da Uhlig? Vielleicht rufst du mal an, ja, dass wir das checken. Das ist ein Grillanzünder mitten im Winter. Egon, für 3212 bitte kommen. Nachdem wir festgestellt haben, wo der Täter diesen Grillanzünder gekauft haben muss, sind wir dann auf die Idee gekommen, dort mal anzurufen. Wir haben momentan eine kalte Jahreszeit. Grillanzünder werden ja zu dieser Jahreszeit nicht so oft gekauft. Und vielleicht haben wir dann über den Fachhandel ein paar Hinweise, wer dort zuletzt oder in jüngster Zeit einen solchen Grillanzünder gekauft hat. In dem Gartenzentrum erinnert man sich in der Tat an eine Dame, die heute solche Grillanzünder gekauft hat. Es handelt sich um eine mittelgroße Person, schwarze Kleidung, auffälliger roter Schal, dunkler Teint. Ja, wie kommt mir das jetzt? Roter Schal? Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja. Der Verdacht gegen die neue Freundin des Kindsvaters erhärtet sich. Ja, ruf sie mal an. Ne, also ansonsten. Die muss jetzt unbedingt herkommen. Kann ich mir jetzt nichts anderes vorstellen. Die hat auf jeden Fall ein Motiv. Die passt von der Figur her auf dem Video. Es klingelt doch hier! Da hinten läuft sie! Hey! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hey! Stehen bleiben! Oh, einmal aussteigen hier! Raus. Hier, ans Auto. Hey, Leute! Hä? Hey, was ist denn hier gefahren? Ha, was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Voll! Immer deine Ex und deine Tochter. Hey. Ich hab keinen Bock mehr. Ist das dein Ernst? Ja. Immer bin ich an zweiter Stelle. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Aha. Und da müssen sie solche Sachen machen? Okay, kommen Sie mal rüber. Haben Sie das gerade gekauft hier im Gartencenter? Ist das richtig? Ja, das gehört mir. Ich hab's gekauft. Hast du dir das vorgestellt mit einer Beziehung? Ich habe mir mehr erhofft, ganz genau. Sie wissen schon, dass Sie gleich das ganze Haus in Brand hätten setzen können, ja? Ist Ihnen das klar? Ist Ihnen das klar, was für eine Gefahr Sie hier die Menschen ausgesetzt haben? Das interessiert mich gar nicht. Ist dir klar, dass jetzt vorbei ist? Na ja, gut, wie auch immer. Ich würde sagen, wir nehmen Sie jetzt erstmal mit und werden Sie nochmal befragen. Hast du durchsucht? Alles fertig. Ist alles fertig? Gut, dann kommen Sie jetzt erstmal mit uns mit. Kannst du mir mal verraten, wie du mir das antwortest? Weißt du, wie viel Angst ich Wieso in mir hatte? Wieso hast du ihn doch jetzt? Es ging um meine Tochter. Interessiert und du mich nicht. Du hast ihn mir wieder weggenommen. Ich habe dir nichts weggenommen. Du hast sie selber verbaut. Du hast ja alles das weggenommen. Das ist dein Eigenverschulden. Okay, ich würde vorschlagen, Sie sagen jetzt erstmal nichts mehr dazu, weil offensichtlich ist das sowieso schon alles. Als Straftatbestände haben wir hier aufzuzählen, da sei erstmal die Sachbeschädigung genannt, der Hausfriedensbruch, die Bedrohung und natürlich die Brandstiftung. Ja, in der Summe wird hier eine Freiheitsstrafe wohl ausgesprochen. Wie hoch die Freiheitsstrafe fallen wird, das weiß ich jetzt hier nicht. Aber es ist hier kein Kavaliersdelikt, sondern wir sprechen hier schon von Verbrechen. Also dementsprechend nicht unter einem Jahr. Das müssen Sie uns doch mal erklären, was Sie sich dabei gedacht haben. Ich denke, Sie hatten eine ganz relativ gute Beziehung. Ja, habe ich auch gedacht. Haben Sie auch gedacht. Aber in Ihrem Kopf scheint das nicht zu passen zu haben, oder? Woran hat es denn gelegen? Er hat nie Zeit für mich gehabt. Nie Zeit? Nie. Ja, da macht man doch nicht sowas. Die Täterin wollte erreichen, dass die Ex-Frau sich bedroht fühlt und mit dem Kind wegzieht. Sie muss sich wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung, Sachbeschädigung, versuchter Nötigung und schwerer Brandstiftung verantworten.